Es ist der fünfte Tag der russischen Invasion in der Ukraine. Delegationen beider Länder haben an der ukrainisch-belarussischen Grenze Friedensverhandlungen aufgenommen. Die Kämpfe gehen trotzdem weiter. Die ukrainische Regierung sagt, alle großen Städte seien immer noch unter ihrer Kontrolle. Der Druck steigt jedoch am strategisch wichtigen Hafen von Mariupol. Kiew und Charkiw stehen unter starkem Beschuss. Nach UN-Angaben sollen schon mehr als 500.000 Menschen infolge der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen sein. Unser Korrespondent Matthias Böhlinger ist im Moment in Venezia, rund 260 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kiew. Matthias, zuerst einmal, wie geht es Ihnen? Sind Sie gerade einigermaßen in Sicherheit? Ja, also Venezia ist relativ ruhig. Die Kampfhandlungen, die sind relativ weit von hier entfernt. Das heißt natürlich nicht, dass hier alles seinen gewohnten Gang geht. Es gibt zum Beispiel ständig Luftalarm, mehrmals am Tag, wo dann die Leute sich in den Kellern verstecken. Und es ist so eine Art Ausnahmezustand hier in der Stadt, so eine Art Kriegswirtschaft. Man kann zwar noch Lebensmittel einkaufen, die Supermärkte, die Lebensmittel verkaufen, haben offen. Alle anderen Geschäfte sind aber geschlossen und man sieht bewaffnete Militärs oder Paramilitärs auf den Straßen, die zum Beispiel hier Kontrollen machen. Es gibt, wenn man in die Städte rein und raus fährt, überall in der Ukraine solche Blockposten, solche Checkpoints. Und es ist alles ein Ausnahmezustand, aber es ist, wie gesagt, relativ ruhig. Und man kann hier hinter mir vielleicht sehen, da haben sich Leute versammelt. Das sind Leute, die Spenden vorbeibringen, also zum Beispiel Essen oder Kleider für Flüchtlinge, die im Moment auf dem Weg sind, raus aus den umkämpften Gebieten in andere Teile der Ukraine oder Richtung Europa. Aber hier werden auch Spenden gesammelt für die Armee. Die Armee ist seit 8 Jahren im Krieg und ist entsprechend auch in manchen Dingen nicht so gut ausgestattet. Da sitzen also zum Beispiel Menschen im Keller, die knüpfen Tarnnetze aus alten Klamotten für die Armee und solche Sachen. Es gibt hier ein großes Bedürfnis, sich irgendwie zu engagieren. Und es haben sich auch viele Leute eingeschrieben in die verschiedenen militärischen Organisationen. Es kann im Prinzip jeder Bürger der Ukraine, diese Territorialverteidigungskräfte, das sind freiwilligen Truppen, die die Armee im Hinterland unterstützen sollen. Jeder kann da dran teilnehmen und das wird hier auch wahrgenommen. Sie haben auch schon von Luftalarmsituationen gesprochen. Also wie ist das für Sie persönlich? Also wie ist dann der Informationsfluss? Wann weiß man dann, wenn es losgeht, dass man sich in Sicherheit bringen muss? Wie können Sie das beschreiben? Also ich würde mal sagen, jeder, der in Deutschland vor 1980 oder so geboren ist, kann sich vielleicht noch an diese Sirenenalarmübungen in den 80er Jahren erinnern, während des Kalten Krieges, wo dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr diese Sirenen geheult haben. Erstens, um die auszuprobieren, zweitens, um die Leute daran zu erinnern, dass es das gibt und dass man sich dann eben entsprechend irgendwo hinbegeben muss. Und genau diesen Ton machen die Sirenen hier auch. Das ist so ein langes Heulen. Daher weiß man dann, dass Alarm ist. Inzwischen ist allerdings auch nicht mehr die 80er Jahre und der Kalte Krieg. Man bekommt dann gleichzeitig Push-Nachrichten auf sein Handy. Und diese Push-Nachrichten sagen einem dann auch genau, wann das vorbei ist und wann man wieder rausgehen kann. Es sind auch massive Flüchtlingsbewegungen, flüchtende Menschen, die in Richtung Europa unterwegs sind. Wie sieht es da in Ihrer Umgebung in Venezia aus? Also hier sind einige Flüchtlinge, es sind zum Beispiel die Hotels ausgebucht schon seit langem und wir wissen auch, dass zum Beispiel hier Leute, also bei uns in der Nachbarwohnung, also wir sind ja aus Kiew hierher gekommen und in der Nachbarwohnung sind auch Leute aus Kiew, die hierher geflohen sind und hier bei Verwandten untergekommen sind. Also man sieht hier, hier sind viele Flüchtlinge. Was man nicht sieht, sind irgendwie Leute, die auf der Straße kampieren. Es wäre auch noch ziemlich kalt jetzt im Februar hier und man sieht nicht irgendwie solche Trecks durch die Stadt ziehen, wie das man das im Film sieht oder wie das vielleicht an solchen Orten, wo sich dann alles konzentriert, wie zum Beispiel Grenzübergängen,
oder wir haben ja diese Bilder seit Jahren gesehen und verschiedenen Teilen Europas, diese Lager oder sowas. Das sieht man hier nicht, aber natürlich ist die Stadt, sind hier viele Leute untergekommen und oder reisen hier durch. Die liegt auch auf dem Weg von zum Beispiel den östlichen Landesteilen oder von Kiew in Richtung der rumänischen Grenze, der slowakischen Grenze. Also ja, das gibt es hier. Und wie gesagt, hier hinter mir sieht man die Leute, die sammeln zum Beispiel Konservendosen oder Würste oder Kartoffeln eben für die Flüchtlinge, die hier vorbeikommen. Wie ist denn die Situation insgesamt? Also entscheiden sich dann doch die Mehrheit der Menschen, dort in der Stadt zu bleiben? Oder wie gefährlich ist es dann, sich auf den Weg zu machen in Richtung Westen, Richtung Rumänien oder letztendlich den Kampfhandlungen zu entgehen? Wie gefährlich ist es unterwegs? Also hier in der Stadt ist es ja jetzt im Moment relativ sicher. Die Kampfhandlungen, die finden ja, die russischen Truppen sind ja nicht sehr tief ins Land eingedrungen. Und wir sind hier wirklich in der Zentralukraine ziemlich weit von allen Grenzen entfernt. Ich würde sagen, fast gleich weit von Norden oder Süden, Südwesten dann eher. Im Süden ist ja das Meer. Deswegen ist es hier tatsächlich so, dass wir sehen keinen Rauch am Horizont, wie man das zum Beispiel in Teilen der Ukraine sieht, durch die wir vorher auch gefahren sind oder solche Sachen. Das heißt, hier ist es im Moment relativ sicher und ich glaube, von den Leuten, die hier leben, gibt es keine größere Fluchtbewegung. Trotzdem ist es natürlich schwierig, hier unterzukommen. Trotzdem besteht hier natürlich auch die Angst, dass es hier mit der Versorgung vielleicht irgendwann schlechter werden würde und so weiter. Die Leute verfolgen jetzt genau die Nachrichten, schauen sich an, was wo passiert und entscheiden dann. Aber niemand kann ja irgendetwas planen im Moment. Niemand weiß ja, wie das weitergeht. Im Moment ist es jedenfalls hier ein Ort, der Flüchtlinge eher aufnimmt, als in andere Richtungen losschickt. Und wie ist die Versorgungslage vor Ort? Also Sie haben schon erwähnt, da wird Lebensmittel gesammelt. Wie sieht es sonst auch mit Medikamenten aus, mit Benzin auch? Also die Apotheken haben offen, nicht alle, aber einige Apotheken haben offen, auch die Supermärkte haben offen. Da findet man auch was zu essen. Bestimmte Produkte allerdings sind dann oft ausverkauft, also Öl zum Beispiel oder solche Sachen. Während so frische Sachen oder so, die hortet man ja nicht. Die sind in ganz normaler Zahl vorhanden, also Brot zum Beispiel oder so. Die Leute haben wahrscheinlich auch schon vorher Vorräte angelegt. Das haben die Leute überall in der Ukraine in den letzten Monaten schon gemacht. Also viele Leute zumindest, nicht alle natürlich, aber es gibt hier keine dramatischen Probleme. Und auch Benzin wurde ja sehr knapp und es ist nach wie vor, wenn man über Land fährt, eins der Risiken, dass man vielleicht kein Benzin bekommt. Ich war gestern an einer Tankstelle und da war Benzin da und das war zwar eine kleine Schlange da, vielleicht so, jeder, der da angekommen ist, hatte vielleicht so 3-4 Autos vor sich, aber keine dramatischen Engpässe, keine Tankstellen, denen das Benzin ausgegangen ist, keine ewig langen Schlangen von hunderten Autos, die da irgendwie warten, sondern das hat sich wieder ein bisschen normalisiert und wir haben auch mit einem Fahrer gestern gesprochen, der sagte, ja, es geht im Moment wieder, man bekommt auf jeden Fall Benzin, zwar auch noch nicht überall, aber es ist möglich und es fahren auch Autos und es fahren Taxis in der Stadt und auch der öffentliche Nahverkehr fährt. Das heißt, hier ist im Moment die Versorgungslage mit Benzin ganz okay, aber es gibt natürlich andere Orte, je näher man natürlich den Orten kommt, die schlechter zu versorgen sind. Da ist es ein echtes Problem und es ist tatsächlich natürlich auch eins der größeren Hindernisse für viele, sich jetzt fortzubewegen und zu fliehen, zum Beispiel aus diesen Gebieten. Wie ist denn insgesamt die mentale Verfassung, wenn ich das mal so sagen darf, der Bevölkerung dort? Also sind die Ukrainer weiter gewillt, Widerstand zu leisten und zu kämpfen und ihr Land zu verteidigen? Ich glaube, mehr denn je. Also
Erstens ist hier eine unglaubliche Solidarität zu spüren. Die Leute sind, wir merken das auch jeden Tag, wenn wir zum Beispiel uns in diesen Bombenschutzkeller flüchten. Da gibt es dann große Debatten darüber, wer jetzt was mitbekommen hat und was wo geschehen ist. Da werden Videos geteilt. Da kommen die Leute schon auch so zusammen. Das ist auch eine Art, so eine Austauschbörse, die da stattfindet mit den neuesten Informationen. Und erstens die Tatsache, dass die ukrainische Armee ja diese russische Übermacht eigentlich, dieser russischen Übermacht eigentlich bisher einigermaßen standhält. Und auch, dass es so viele Meldungen darüber gibt, wie schlecht offenbar Russland vorbereitet ist. Natürlich sind diese Meldungen auch Teil der ukrainischen Kommunikationsstrategie. Die ukrainischen Streitkräfte veröffentlichen ständig Videos von Kriegsgefangenen, die dann erzählen, sie hätten gar nicht gewusst, wo sie hinkommen. Oder sie hätten erzählen, dass die dann nicht genug Benzin dabei hatten für diese Invasion und ähnliche Geschichten. Das verbreitet sich hier sehr und das motiviert die Leute. Und zum anderen wird natürlich auch wahrgenommen, dass sich in Europa hier ein Umschwung abzeichnet, dass die Unterstützung für die Ukraine überall wächst, dass nun auch Länder wie Deutschland, die immer gesagt haben, sie werden auf gar keinen Fall Waffen liefern, plötzlich anfangen, der ukrainischen Armee Waffen zu versprechen. Bis jetzt geliefert sind sie ja noch nicht. Und diese Massen, auch die überall in Europa auf die Straßen gegangen sind zur Unterstützung der Ukraine, das motiviert die Leute hier. Am Anfang hatte man hier sehr stark das Gefühl, wir werden allein gelassen. Man ist nach wie vor, weiß man, dass man hier alleine kämpfen müssen wird und dass natürlich die Ukraine das größte Leid zu tragen hat an diesem ganzen russischen Krieg, diesem Krieg, der von Russland initiiert wurde. Aber man hat eben auch die Hoffnung, dass sich hier irgendwie eine Solidarität bildet und dass diese Gesellschaft das schafft, schon allein, weil sie motivierter ist, diesen Krieg zu gewinnen als Russland. Denn die russischen Soldaten, was haben die hier verloren, sagt man sich hier. Die sind hier auf Befehl eines Mannes, aber nicht, weil die Gesellschaft, die russische Gesellschaft, das will. Die Delegationen aus der Ukraine und Russland haben ja heute Friedensverhandlungen aufgenommen, also auf einer etwas niedrigeren Ebene zwar, aber immerhin. Inwieweit haben die Menschen dort bei Ihnen die Hoffnung, dass durch Verhandlungen die Kämpfe bald aufhören könnten? Das glaube ich, niemand hat die Hoffnung, dass jetzt nach 5 Tagen Krieg Friedensverhandlungen stattfinden können. Also das Ziel dieser Verhandlungen, darüber wird natürlich spekuliert, ist es ein PR-Coup Russlands, um sozusagen einen Teil dieses, ja, ein PR-Desaster Russlands und ein politisches Desaster für Russland, das schwere Folgen für Russland haben wird, ob Russland jetzt versucht, zum Beispiel dadurch sein Image ein bisschen aufzupolieren, die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass es eigentlich gar nicht diesen Krieg will, wie es ja auch Russland seiner eigenen Bevölkerung erzählt. Also das ist eine Variante, die diskutiert wird. Die andere Variante, die diskutiert wird, ist, dass Russland Zeit gewinnen will. Aber welches Land marschiert in ein anderes ein, hat Hunderttausende von, also mehr als 100.000 Truppen an der Grenze stationiert und nach 5 Tagen bietet man Friedensverhandlungen an. Was wollen die denn anbieten, wieder zu gehen? Ich glaube, darauf würde sich die Ukraine jederzeit einlassen. Aber alles, was Russland die ganze Zeit gefordert hat, also eine Neutralität, ein Verzicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine oder die Anerkennung dieser selbsternannten Republiken, da gibt es wirklich niemanden hier, der das für irgendeinen realistischen Weg zum Frieden hält. Und im Moment sieht sich die Ukraine im Prinzip, oder sehen die meisten Menschen hier die Ukraine auf dem Weg, irgendwie sich hier ganz gut zu wappnen. Und im Moment ist die Motivation hier jetzt ein für alle Mal diese russische Aggression zu beenden. Also dass jetzt hier in irgendeiner Weise irgendein Kompromiss möglich ist, das scheint mir weder von der ukrainischen Seite noch kann im Moment, dass irgendjemand das hier sieht. Und noch ist es hier in irgendeiner, denkt irgendjemand hier, und ich vermute auch in vielen anderen Orten, dass Russland hier irgendein genuines Interesse daran hat, in irgendeiner Weise das zu ermöglichen. Sie haben eben gesagt, dass die ukrainische Bevölkerung ja sehr wohl jetzt mitbekommen hat, wie sehr sich dann auch die Stimmungslage in Europa und auch in Deutschland ändert. Welchen Appell würden Sie sagen, würden die Ukrainer jetzt an Europa, an Deutschland richten, was jetzt am ehesten zu tun ist?
ja, Unterstützung, also auch militärische Unterstützung durch Waffenlieferungen und so weiter, so, also weiterhin. Das ist natürlich das, was die Leute hier wollen. Die ukrainische Regierung hat ja schon gesagt, sie möchte eigentlich auch eine EU-Beitrittsperspektive. Es kann eben diese Hinhaltetaktik mit der, von Seiten der EU und von der NATO, wie das hier wahrgenommen wurde in den letzten Jahren nach dem Krieg, nicht so weitergehen. Also solche Sachen werden diskutiert. Hier geht aber auch ein anderer Witz herum, nachdem eben die ukrainische Armee sich hier besser geschlagen hat, als viele erwartet haben, scherzen viele Ukrainer und sagen, na, die NATO kann gerne um einen Beitritt zur Ukraine bitten. Aus den Erlebnissen der letzten Tage, was hat Sie persönlich am meisten beeindruckt? Also welche Erlebnisse oder auch am meisten schockiert, wenn Sie darüber überhaupt sprechen wollen? Was war da, was bleibt da am ehesten bei Ihnen im Gedächtnis? Mich hat nach wie vor schockiert, dass es wirklich dazu gekommen ist, dass jemand wirklich da sitzt und einen Angriffskrieg befiehlt. Das war abzusehen, es war also auch nicht so, als ob wir das nicht schon seit Monaten berichtet haben, aber wenn es dann wirklich passiert, das ist einfach unfassbar. Es ist unfassbar, dass dieses Land bombardiert wird, dass im Prinzip das, niemanden angegriffen hat, niemanden provoziert hat oder irgendetwas. Es sei denn, man akzeptiert die russische Darstellung, dass allein die Tatsache, dass die Ukraine sich nach Schutz gesehnt hat vor Russland, schon eine Provokation darstellt. Aber ansonsten haben die Leute hier ihr eigenes Land aufgebaut und das war schwierig genug. Hier gab es genug Probleme. Und dass jemand das zu einem Vorwand nimmt und dass jemand, und auch diese Rede, die Putin gehalten hat, in der er praktisch die gesamte Geschichte negiert hat und das in einem Ton, in einem aufgebrachten Ton, also dieser Mann, der klang wie ein Wahnsinniger, dass der das wirklich durchgezogen hat, das ist wirklich immer noch nach wie vor schockierend. Vielen Dank. Vielen Dank an Matthias Böhlinger in Venezia und ja, passen Sie gut auf sich auf natürlich. Dankeschön. Ja, ich danke auch.